Moin Moin und hallo, heute möchte ich euch gerne zeigen, wie ihr eine Weihnachtspyramide zusammenbauen könnt. Eine Weihnachtspyramide ist ein Lichtergestell, das als vorweihnachtliches Raumdekorationchen und zum Schmuck von Plätzen im Freien verwendet wird. Wie ihr seht, ist in der Mitte eine Welle angebracht, an der etwas läuft. In dieser Form sind es nun mal Figuren. Was im Lieferumhang jeder Pyramide dabei ist, ist auf der unteren Seite Kerzenhalter. Diese Kerzenhalter schiebt ihr in die dafür vorgesehenen Öffnungen hinein, bis sie an den Anschlagpunkt heranreichen. Denn auf diese besagten Kerzenständer kommen später spezielle Kerzen für Weihnachtspyramiden. Die sind etwas länger als dicke Stumpenkerzen, aber so dünn, dass sie auch dort Platz finden. Das heißt also, holt euch die richtigen Weihnachtspyramidenkerzen dafür, denn diese sind genau abgestimmt, standardisiert auf die Höhe eurer Weihnachtspyramide eingestellt. So, das heißt also, wir haben jetzt schon mal den unteren Teil der Weihnachtspyramide fertig. Nun kommen wir zum oberen Teil. Der obere Teil ist als Hub zu verstehen. Dort klemmt man nämlich die Flügel herein. Diese Flügel werden etwas schräg gestellt, damit von unten später dann die heiße, erhitzte Luft nach oben steigen kann und durch die Krümmung der Rotorblätter, die sie dann oben entstehen, eine Bewegung initialisieren, weil die warme Luft drückt dann von unten dagegen und dadurch, dass sie etwas schräg eingestellt sind, wird dann ein Vortrieb geschehen, der dann eure Figuren, die auf der Welle in der Mitte laufen, nach vorne sich bewegen. Wenn ihr hier nämlich die falsche Stellung seht, dann laufen eure Figuren rückwärts. Ist aber nicht schlimm, ihr könnt es ja jederzeit wieder umstecken. So sieht das Ganze dann aus. Wir haben eine leichte Krümmung. Was sind das? 30 Grad. Und diese Krümmung müsst ihr aber beibehalten, dass dann die besagten Freunde nach vorne laufen. So, das stecken wir jetzt oben auf die Spitze und dann können wir dann unten die Kerzen anzünden und die Freunde drehen ihre Runden und das Weihnachtsfest wird wunderbar. Sehr dekoratives Teil, ein schönes Teil. Herstellung und Gebrauch von Weihnachtsbäumen sind ein Bestandteil der Volkskunst und des Brauchtums im Erzgebirge. Die karussellartig aufgebauten Gestelle werden sowohl in christlichen Motiven, wie zum Beispiel Engelsfiguren und Christi Geburt, als auch mit weltlichen Motiven, Bergleuten und Waldmotiven dann bestückt. Sehr schönes Gerät. Ich wünsche euch frohe Weihnachten. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Sun Sun!